Die Puzzlestücke setzen sich zusammen. Und das Bild, das sich daraus ergibt, ist schrecklich und unglaublich. Ich erzähle den anderen davon, kann es aber selbst kaum glauben. Die Roten haben die Oktyabrskaya, eine friedliche Station voller Bewohner, die völlig ahnungslos waren, mit einem unbekannten, tödlichen Virus infiziert. Und dann haben ihre Aufräumtrupps die Station unter dem Vorwand betreten, sie vor der Epidemie zu retten, und jeden eliminiert, den sie konnten. Frauen, Kinder, alte Leute, um zu verhindern, dass die Infektion sich ausbreitet. Und wenn das alles wahr ist, dann könnten Anna und ich auch infiziert sein. Wir wurden nicht getötet, wissen aber nicht, wie lange wir noch überleben werden. Ich habe das Gefühl, dass alles bald zu Ende ist. Wir werden diesen Krieg nicht überleben, Artyom. Niemand wird das. Muss ja nie sein. Ich fühle mich wieder einsam. Wie damals, als ich ein Mädchen und Vater unterwegs bei einem Einsatz war. Nichts um mich herum. Leer und kalt. Als wäre ich nur ein Funke des Feuers, der davonfliegt und dann verschwunden ist. Es fällt mir schwer, dir diese Dinge zu sagen, Artyom. Aber ich möchte spüren, dass ich lebe. Aha. Erst mich umbringen wollen und jetzt willst du meine Flinte. Hi, YouTube. Bitte nicht striken. Ich mach da auch Smileys drüber. Boobs. Yeah. Nun, mit euch scheint alles in Ordnung zu sein. Glückwunsch, danke, ihr jungen Leute. Du, Artyom, kannst gehen, während du, Anna, noch etwas bleiben musst. Wieso, willst du auch? Wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Gott sei Dank. Finger weg. Meine. Na, worauf wartest du noch? Geh! Geh, Artyom. Ich guck mich um. Ich finde dich, sobald die damit fertig sind, mich zusammenzuflicken. Ich hab dich doch gerade zusammengeflickt. Gepflegt. Was ist denn da, Papa? Nichts, alles in Ordnung. Nur nicht hin. Wann können wir denn nach Hause? Hat er uns gerade beim Sex gesehen? Sehr bald. Scheiße. Das war ja voll bumserig. Wer ist das? Kannst du sein Gesicht sehen? Mami ist bereits zu Hause. Shit. Verdammt. Und er hat immer gesagt, er würde uns noch alle überleben. Ja. Das sagen viele. Alter, du siehst nicht gut aus. Ich würde durch das Zelt springen, wäre mir egal, aus was für ein Material das besteht. Wenn so ein halber Zombie ankommt, ey, bin ich weg. Ja, ja. Nie will einer mit mir teilen. Was hat der gesagt? Greif mich? Ich greif dich bestimmt nicht. Sie kennen die Prognose ebenso gut wie ihr. Ich weiß. Ja. Prognose tot. Ihnen wurden die Sicherheitsvorkehrungen erläutert. Also brauche ich Sie nicht an die Handschuhe und die Maske zu erinnern. Nein, das weiß ich. Perfekt. Also, Sie nehmen stündlich die Temperatur und Blutproben alle 3 Stunden. Rufen Sie mich sofort, sollten irgendwelche Parameter vom Muster abweichen. Natürlich. Wissen Sie, es gab bislang nur 2 Fälle mit guter Prognose. Hi. Wir müssen sie sorgfältig untersuchen. Nein. Ja, das habe ich verstanden. Knicken. Denen wurde gesagt, dass sie all ihr Zeug aushändigen sollen. Jetzt guckt ihr diese Scheiße an. Was soll man da machen? Die sind davon gekommen. Und wir müssen das hier alles einpacken. Ja, und warum? Sollte man besser mit den Leichen verbrennen und fertig.
Die sagen, es geht darum, die Quelle der Infektion zu finden. So ein Quatsch. Wenn du mich fragst, ist das jetzt nicht mehr möglich. Tja, die an der Spitze wissen es natürlich besser. Oh. Der Wachraum ist dort entlang. Rockmusik ist was für Keks und Mist. Yeah! Rock! Yeah! Yeah! Da sind kurz die Gitarren mit mir durchgegangen. Alter. Und konnten Sie den Überträger isolieren? Ja und nein. Es ist ein Erregerstamm des Ebola-Virus. Ja, genau. Aber es ist nutzlos, ihn zu kultivieren. Er ist jetzt im Grunde nicht virulent. Ohne den ursprünglichen Erreger. Ich wollte auch direkt sagen, ist der Ebola. Bitte erklären Sie es. Ja, mir Entschuldigung, auch. Herr Oberst. Dies sind die Fakten. In den ersten zwei Tagen lag die Sterblichkeitsrate bei 95%. Aha. Am dritten Tag sank sie auf 25%. Okay. Heute haben wir nur zwei Neuinfektionen. Interessant. Beides leichte Infekte mit guter Aussicht auf Genesung. Aha. Wissen Sie, Moskau war nie ein natürlicher Lebensraum für das Virus. Und in seiner wilden Form bleibt es viel länger gefährlich. Aha. Und was bedeutet das jetzt alles? Alle sterben. Es ist kein normales Virus. Es ist ein waffenartiges Virus, das gezüchtet wurde, um eine maximale Sterblichkeit innerhalb einer kurzen Zeit zu erreichen und dann harmlos zu werden. Wow. Wo kann das Virus her? Roten Linie. Ich habe von einer neuen Generation Biowaffen gehört, die auf diesem Virus basieren. Sie wurden vor dem Krieg entwickelt, aber wo es jetzt nach all diesen Jahren herkam... Biowaffen, mein Gott. Nur für den Fall. Ich habe ein paar Ranger befragen lassen. Einer davon könnte diese Überraschung aus der Vergangenheit in die Metro gebracht haben. Sollte das Mikro auch wieder anmachen. Oh, ihr macht doch jetzt nicht das, was ich denke, oder? Okay, hab dann nochmal Glück gehabt. Außer der eine. Ja. Kann ich hier... Nö. Könntet ihr mal bitte hier aufräumen? Seit 20 Jahren hängt ihr hier unten, aber habt noch nicht mal eine Welt aufgebaut. Ihr habt einfach nur Müll liegen lassen. Ich meine, das sieht cool aus. Weitergehen, du kannst hier nicht bleiben. Okay, bin ich jetzt ein Splinter Cell oder was? Es sieht zwar cool aus, aber trotzdem, ich hätte doch als Mensch mir eine Welt aufgebaut, zusammen. Ich bin hier. Weil die Welt ist ja schon gebumst. Ich bin aber sehr froh zu hören, dass es dir, Atjom, und Anna gut geht. Ja. Wir können es uns zurzeit nicht leisten, krank zu sein. Der Schwarze, nach dem wir suchen, könnte wirklich der Letzte sein. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Gehen wir. Okay. Aber ich muss zurück, um ihre Insulin zu holen. Sonst wird sie sterben. Sie können hier welches kaufen. Ich kann sie nicht gehen lassen. Wie sollen wir etwas kaufen, wenn alles, was wir hatten, zurückgeblieben ist und die Hanse so viel berechnet? Bitte. Die Hanse hat ihnen Unterschlupf gewährt. Treten Sie zurück. Unterschlupf zum Sterben, treten Sie zurück. Ich
Geh ja schon. Ei. Ich will nur was suchen. Ob es überhaupt geht. Das ist die Frage. Ist hier nix. Toll. Ich bin wegen meines Gepäcks hier. Wo ist es? Lesen Sie sich nochmal die Broschüre durch. Die Flüchtlinge hatten viel Glück, weil Tomlins Ranger hier waren. Corbits Männer haben ganz klar nicht erwartet, auf ihn hingeschossen. Tja, die Hanse konnte die Station nicht ohne Hilfe beschützen, aber sie bietet immerhin Unterschlupf für die Flüchtlinge. Gegen Wahres. Vielleicht hilft ihnen das ja. Noch leiser klopfen geht nicht? Ohne Erlaubnis geht das nicht. Da ist unser Mann. Lassen Sie den durch, er hat eine Erlaubnis. Ja. Ich denke, du solltest dich mit Filtern und Munition ausstatten. Danach kannst du bald noch einmal so eine Chance bekommen. Du hast nicht genug Platz. Come on, dein Ernst? Gute Patronen, sehr stark. Ja. Und auch noch wirtschaftlich. Hey, Ranger, wie wäre es mit etwas Munition? Cool, ich bin Ranger, voll. Ich habe ein paar Wurfmesser, billig. Granaten zum Sport. Okay, meine Knarren sind ja eigentlich voll aufgewertet. Schalldämpfer brauche ich immer noch nicht bei einer. Ja. Nee, doch. Reflexvisier immer noch beste. Viel Glück beim Handel, Ranger. Ja, ja. Die Dörfer. Ich habe niemand irgendwelche Verträge mit ihnen gemacht. Wir haben ihnen nicht einmal etwas versprochen. Was denken die sich wohl? Nichts. Das ist ihr Job. Die Police Ranger haben sowas schon immer gemacht. Was? Die Rotten bekämpft? Nein. Wenn es eine Epidemie gibt, gefährliche Mutanten, irgendwas, dann schickt die Police die Spartaner, um die Situation zu klären. Und weshalb dieses Mal? Die kamen wegen der Epidemie, aber wir haben bereits Quarantäne verhängt und die Roten haben die Quelle beseitigt. Also haben sie uns geholfen, damit die Roten nicht zu enthusiastisch werden. Und was hat die Police davon? Die sind weit weg von hier. Die Epidemie würde sie gar nicht erreichen. Die Staaten haben das schon vor langer Zeit arrangiert. Die Police kümmert sich um solche Sachen und niemand kommt ihr zu nahe. Die sind neutral. Die kümmern sich auch um Verhandlungen, wenn es einen Krieg oder so eine Scheiße gibt. Ah, so langsam verstehe ich das. Also, keinen Krieg anfangen, aber von den Ergebnissen profitieren. Ja, das ist ein gutes Geschäft. Klar, aber wir betreiben auch keinen Handel, um Verluste zu machen. Nur mal zur Info, die Roten sind die Quelle. Ich habe auch ein paar Minen. Zum bla bla bla. Komm, Ranger, schau her. Ich hab ich doch schon. Komm schon, schau mal. Ich nee. Sparta gibt's die nicht. Doch. Komm schon, nicht schüchtern sein. Ich doch. John, beachte die Gelder, die die Hanse für diese Quarantäne ausgibt. Und im Allgemeinen sind die sehr zurückhaltend mit ihrem Geld. Vielleicht wollen die bei den Verhandlungen in der Polis einen zusätzlichen Trumpf ausspielen. Was hatten die Hanse davon?